Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf diesem Marsch. Wir bekämpfen einen Unkraut auf Feld 1 und wir sehen nebenbei noch, wir ernten aktuell noch auf Feld Nummer 15 die Soja ein. Fahren wir ein mit zwei Drescher. Verband. Wir werden gleich den Kursplay-Fahrer einstellen. Natürlich hängt er wieder fest. Kurz schauen wir viel. Meine Motorsäge rausholen, den Zaun wegschneiden. Wenn es gehen würde, würde es tun, da wäre ich sofort bei. Aber das geht nicht. Also normalerweise wäre alles futsch. jetzt sind wir bei. Ersten Wegpunkt. Sehr ungünstig. Weil wir da sofort wieder drehen und zurückfahren wollen. Wäre auch nicht so ratsam. Und da schon Stufe 2, ja gut, okay. Wenn der Preis stimmt, kann man noch Raps verkaufen zur Not. Aber ich denke mal, sobald auf Anhänger was drauf ist, geht das los, ne, mit Kippelei. So. Na, ein Stückchen noch fahren. Also so pingelig. Ja, spulen können wir auch nicht wegen. Weil Erden Unkraut bekämpft werden. Ich möchte aber gerne noch die Sonnenblumen noch ernten, das ist ganz wichtig. Also wir werden nachher spulen. Das ist wichtig. Der ist fertig. Kurz entleeren und ja, mit einem wären wir noch fleißig bei. Wir müssten den gleich mit dem Weg stehen? Nö. Grunde gleich jetzt tauchen noch die Vögel auf. Das ist der Fendt. Geben wir den gleich zurück und machen die Sonnenblumen. Ja, dann geben wir den zurück. Das ist sinnvoller. Leer gemacht habe ich ihm. Ja, Blödsinn, er ist ja hier noch lange. Den behalten. Ja, knapp 50%. Wird nicht reichen. Oh, sieht der aus. Nein. Wenn wir gleich ein bisschen nacharbeiten. Wie gesagt, der Unkraut muss fertig werden, dann können wir dann beschleunigen. Die spätestens in der zweiten Folge die Ernte voll beginnen. Ich
Verkaufen können wir auch später mal. Spätestens, wenn die Aussaat läuft oder dergleichen, dann wird das nicht ganz so dramatisch werden. Jetzt haben wir das Schneidwerk im Hof. Dann holen wir gleich den anderen Schneidwerk mit den Schneidwerkswagen. Wir können ja auch mit dem Traktor hochfahren. Oder zum Feld, am Schneidwerk. Einer Schneidwerk fährt ja 15 km/h. Da brauchen wir noch einen Traktor, ein Drescher. Kurz lassen. Auch die Ecke machen wir mit, dass wir eh da sind. Spät, 8:45 und oben eine Uhr. Ja, so ist das. Ne? Also, im Grunde habe ich heute Frühstück gehabt. Dann haben wir das halt ein bisschen geschlafen, weil ich so müde war. Die Nacht davor war zu kurz. 3:30 war zu Ende. Und morgen will ich ein bisschen länger schlafen und dann werde ich dann, nachdem ich im Grunde einkaufen war und mir was zu essen gemacht habe, werde ich dann schon die Videos bearbeiten und dann im Anschluss einfach gleich nebenbei hochladen. Und also gehen wir weiter. Am Sonntag halt die Curing-Karte, ne? Und da überlege ich mir auch, da haben wir Raps auch gesät. Da müssen wir weiter Aussaat verzichten und Hafer, glaube ich. Ah, das ist viel Arbeit. Das ist eine Vielfachkarte, ist ein bisschen mehr größere Felder wie hier. So, wenn wir gleich das lassen wir stehen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. So, ausklinken. Und da überlege ich mir, auf längere Sicht einen zweiten Drescher anzuschaffen. Ich werde auch nachher. Können wir löschen. Auch nachher entsprechend. Kalk läuft noch mit 93%. Pflanzenschutz hat nur 76%. Natürlich ist es wichtig, dass er Unkraut bekämpft ist, sonst haben wir Ertragseinbußen zu sehr deutlich. Wenn wir hier ganz kurz nachschauen können. Also Unkraut, Seen, Pflanzen, Öl, Baumwolle, Flügen. Scharfe Mist. Steht da nichts dran. Ne? Ach so, hier. Unkraut minus 20%. Das ist schon heftig. Also Kalken ist auch heftig. Kalken. Also plus 15% und Zahnaldüngen bringt auch. Ne, also wie gesagt, gedüngt habe ich da schon. Aber Unkraut ist auch wichtig. Sehr wichtig. 20% ist viel.
Gerade bei Sonnenblumen ist das extrem viel, weil das merkst du sofort. Also ja, mehr die bisschen anders fahren müssen, wäre besser gewesen. Eine größere Kurve wäre auch sinnvoll gewesen. Tanken muss ich nicht. Das wäre zu weit nach links. Komme ich an den Symbol nicht ran. Doch getankt. Aber macht ja nichts. Hab ich beinahe verkauft. Na gut, damit auch nicht so tragisch. Ach, schon wieder Regen? Und das ist aber ein bisschen schon lästig, ne? Also wir müssen dringend darüber mit unserem Wettergott reden, ne? Das geht nicht. Die Gräben sind noch voll, wir brauchen keinen Regen. Die nächsten 6 Stunden, das wird kritisch. Weißt du warum? Wenn die Sonnenblumen reif. Oh nee, gibt's doch gar nicht. Den habe ich gekauft, das ist gut. Passt auch zur Farbe. Fendt hat nicht gereicht zum Kaufen. So, dann reich auf den Schneidwerkswagen stellen und dann zum Feld fahren. Das ist schade, dass man den nicht einklappen kann, beziehungsweise der nicht so. Ist wahrscheinlich auch eine Kostenfrage. Denkt man, dass so ein Gerät komplett irgendwas kostet. Bisschen mehr als einfaches Teil. Auch in der reellen Welt. Wir müssen ein bisschen zurückfahren. Müsste so passen. Oh. Warum passt das nicht? Einen bösen Verdacht, warum nicht geht. Muss doch gehen. Das ist ein guter Kampf hier. Das ist ein Krampf hier, da hinzukommen. Original. Wagen, Original. Nein, sehr. Notfalls. Dings nehmen. Tieflader, aber das wird extra teuer. Oder auch unseren Ballenanhänger, der wird auch gehen. Ja, das habe ich gedacht. Wir müssen dann nur bis zum Feld kommen. Gut, dass der KI-Verkehr aus ist. Ja, sonst wäre das irgendwie eine Katastrophe. So. Fahren wir am besten. Das Problem ist hier, die Straßen sind der Leitplanken überall. Dann hast du ein Problem. Leitplanken und Bäume. Wenn Bäume links und rechts sind, hast du keine Chance. Hier ist der Hof, da können wir gar nicht rauffahren. Da kommt nämlich nichts, da kommt man gar nicht hin. Wenn wir hier vorne so hinstellen. Wir starten auch.
ich sage ja, das ist nicht so einfach. Oder wir fahren da oben hin, da oben geht's auch. Da will ich mal einen Förster Bescheid sagen, dass wir den Bäumen weggehen. Das ist ja das Kuriose, dass du das gar nicht mal so recht festmachen kannst. Ist nie vorgesehen. Ja, hier geht das näher von, wir haben es schon geschafft. Wir haben wirklich Platz. Sonnenblumensteine. Einer ist fertig. Ja, das ist gut. Das passt. Kaltschall fertig. Dann können wir gleich loslegen. Die Zeit ein bisschen. Meine Sorge ist der Regen. Aber erst kommt 6 Stunden Bewölkung und 6 Stunden dann kommt der Regen. Also könnte was werden. Wenn ich mal genau schaue, ein bisschen Gas geben. So. Unkraut 0, das passt. So. Sonnenblumen 1,17 Stunden. Das passt. Gehen wir mal auf Schnelle. Ausnahmsweise. Weil. Nämlich so, ich möchte das nämlich noch vorher fertig haben, bevor wir das mit dem Season starten. Sonst wäre es nicht so tragisch. Aber in dem Fall wäre es schön, wenn es fertig wäre. Hoffentlich haben wir das Problem, dass wir bin auch nicht reif. Das ist ganz schlecht. So, und die Vorderstadt, das soll es für heute gewesen sein. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Und ciao. Hoffentlich sehen wir uns. Jo, vielleicht sehen wir uns nächstes Mal wieder. Dann sage ich Tschüss und Winke Winke. Bis dann. Ciao.